Willkommen nach langer Zeit mal wieder zu einem, ich nenne es mal außerordentlichen Mittwochsvideo. Die Zeit gab es ja vor rund einem Jahr mal, wo die regelmäßig gekommen sind. Allerdings ging es dann einfach zeitlich nicht mehr. Aber jetzt gerade sind einige Geschehnisse passiert. Einige Geschehnisse geschehen, die es erfordern, mal wieder ein Mittwochsvideo zu machen. Es geht darum, um Crimes. Es gibt eine neue Entwicklung in einem Crimes-Fall. Und ich habe euch ja gesagt, immer wenn es eine neue Entwicklung in einem Crimes-Fall gibt, werde ich nochmal darüber berichten. Bevor ich allerdings jetzt darauf eingehe, erstmal zwei wichtige Informationen. Ich vergesse es jetzt schon mindestens seit, ich weiß es nicht, 2 Monaten am Anfang des Videos endlich mal wieder eine Info zu droppen, die ich mir schon vor, die schon seit 2 Monaten aktuell ist, aber ich es immer wieder einfach vergesse, es am Anfang des Videos zu erwähnen. Aber jetzt vergesse ich es nicht. Und zwar 2 wichtige Dinge bezüglich der Kanalmitgliedschaft. Es gibt ja die Standardmitgliedschaft für 1,99 und das haben ja auch viele Mitglieder abgeschlossen. Und bisher war es ja so, dass ihr nicht das Benefit der WhatsApp-Gruppe und der Member-Card bekommt. Und ich habe mir jetzt überlegt, dass es ja eigentlich Quatsch ist, wenn ihr Ewigkeiten Standardmitglied seid, aber nie diese Benefits von den anderen bekommt. Deswegen habe ich mir jetzt so ein bisschen so ein System überlegt, dass das jetzt nach Zeit geht und auch die Standardmitglieder die Member-Card, also eine eigene Member-Card, das wird dann eine neue Member-Card designt für euch. Und ja, den Zugang zur WhatsApp-Gruppe bekommen, beziehungsweise es sind ja jetzt schon 2 WhatsApp-Gruppen, die Social und die Info-Gruppe. Und es sieht jetzt so aus, dass wenn ihr 12 Monate Mitglied seid, beziehungsweise wart, dann kriegt ihr auch Zugriff auf diese Benefits, so gesehen als treue Dankeschön, sage ich mal, so in der Art. Ja, und das zweite Ding ist, was ich jetzt auch schon seit wieder Monaten vergesse, ist, dass ja die Infinity-Mitglieder eigentlich ein persönliches Danke im Video bekommen und ich das ja irgendwie immer verplane, weil einfach zu viel, es ist einfach zu viel in letzter Zeit passiert. Da ist das tatsächlich leider untergegangen, aber jetzt denke ich dran. Auf jeden Fall, It's Paddy, beziehungsweise er hat sich auch schon wieder umbenannt. Das ist immer ein Problem, wenn ihr eure YouTube-Kanäle so oft umbenennt. Das muss ich immer in meiner Liste irgendwie nachträglich aktualisieren. Jetzt heißt er Paddy 8600. Jemand, der schon fast jede Mitgliedschaft abgeschlossen hat. Ich glaube, nee, nicht fast, er hat jede Mitgliedschaft schon mal abgeschlossen. Er war schon mal Standardmitglied, VIP, Prime und ist jetzt gerade Infinity-Mitglied. Vielen Dank auf jeden Fall dafür. Außerdem Natascha Holl und Thorsten Ludwig, auch 2 treue Member, die viel in der WhatsApp-Gruppe aktiv sind. Vielen, vielen Dank für die Unterstützung. Alienair Official Fan hat auch schon 2-mal gewechselt, war eigentlich mal VIP, dann ist er zu Prime gegangen, zu Infinity. Also wirklich vielen, vielen Dank, wenn ihr da die Mitgliedsstufen so hochklettert. Dem Dark Burgundy. Das einzige Mitglied, was mich bisher über Facebook kontaktiert hat, um ja, die Benefits zu erhalten. Dem Pascal S., der jetzt auch schon seit 2 Monaten Mitglied ist. Richie Army, by the way, Richie Army, ich bin der Meinung, du bist noch, Richie Army ist auch schon seit 2 Monaten Mitglied, du bist noch nicht in der WhatsApp-Gruppe und du hast auch noch keine Member-Card. Ich habe deine Member-Card ausgedruckt hier liegen. Wenn ihr mir nicht glaubt, ich beweise es euch. So, jetzt kann man es lesen. Ich verdecke mal die Mitgliedsnummer hier. Richie Army, seit 2 Monaten Mitglied und ich habe deine Member-Card hier ausgedruckt, aber du hast dich noch nicht bei mir gemeldet bezüglich deiner Adresse. Und außerdem noch dem Ace Hunter 22, der zuletzt Infinity-Mitglied geworden ist. Vielen, vielen Dank an euch, mein persönliches Danke. Normalerweise wollte ich das immer so vom Lost Place machen, wenn ich unterwegs bin, aber es ist irgendwie immer zu viel Stress und zu viel, ja, ich habe zu viel im Kopf. Da geht das blöderweise bisher unter, aber ich werde jetzt versuchen, mich besser dran zu halten. Es wird jetzt auch regelmäßig ein Video pro Monat an alle Mitglieder veröffentlicht, wo ihr abstimmen könnt,
was euer Wunschvideo im Monat wird. Ich habe ja gesagt, Mitglieder dürfen einmal im Monat ein Wunschvideo bestimmen. Zum Beispiel, ihr wollt eine Crimes-Folge, Overnighter, irgendwas in der Natur, was auch immer. Und das dürfen nur die Kanalmitglieder bestimmen, dieses Video. Und dafür wird jetzt ein Abstimmungsvideo pro Monat kommen. Und zwar geht es um den Fall Georgine Krüger. Ich hatte damals ein Video über den Fall gemacht. Sie war 2006 vermisst gemeldet. Ich glaube, ich habe 2018 ein Video darüber gemacht, weil ein anonymer Anruf bei der Polizei einging, dass ihre Leiche wohl im Brieselanger Wald wäre. Und Brieselang, da bin ich natürlich hellhörig geworden und habe dann einen Bericht darüber gemacht. Kurze Zeit darauf wurde dann ein verdächtiger Mann, ein verdächtiger Täter festgenommen. Es hing natürlich nicht unmittelbar mit meinem Video zusammen, aber es ist witzig, dass es kurz darauf dann erfolgt, nachdem einfach 14 Jahre lang im Prinzip nichts passiert ist. Ja, der Mann heißt Ali K. und es wurde damals ein verdeckter Ermittler auf ihn angesetzt. Der musste sich privat mit ihm anfreunden und quasi Informationen aus ihm herausbekommen. Das hat er auch geschafft. Ali K. ist 44 und hat damals die Georgine Krüger, als sie 14 war, gekidnappt. Er wird ihre Leiche Gewalt, ihre Leiche in einen Teppich eingewickelt und sie dann in den Müll geschmissen. Das war das, was er unwissentlich gebeichtet hat, indem er es einfach diesem verdeckten Ermittler damals erzählt hat. Vor Gericht hat er nichts gesagt, er hat jeden Prozesstag nur geschwiegen und obwohl er nie irgendwas vor Gericht gesagt hat, hat er jetzt trotzdem lebenslange Haft bekommen. Ja, er meinte auch, der Verkehr mit ihr sei enttäuschend gewesen, weil sie sich nicht bewegt hat. Am Ende hat er noch eine spannende Sache gesagt und zwar, das alles nur für diese 5 Minuten. Da hat mich der Teufel geritten. Und ich finde, das trifft es auch ganz gut im Kern. Für 5 Minuten ein ganzes Leben auszulöschen. Ich finde, da ist irgendwo, das ist jenseits von jeder Balance. Also, ich sag mal so, wie bei Fällen, wie bei Natascha Kampusch, wo der Typ sie dann irgendwie jahrzehntelang gekidnappt hat und sich dann umgebracht hat, kann man so irgendwo noch sagen, so wenn man jetzt mal rein die Zahlen betrachtet, okay, der hatte jetzt ganz stumpf ausgedrückt jahrzehntelang einen Nutzen davon und hat das mit seinem Leben dann bezahlt, weil er selbst begangen hat, der Täter. Aber der Typ, der hier Georgine Krüger umgebracht hat, der hatte 5 Minuten. 5 Minuten hatte der was davon. Und dann war alles vorbei. Und für 5 Minuten ein ganzes Leben zu vernichten. Nicht nur ein Leben, auch das Leben der Familie. Das ist unglaublich. Das ist wirklich unglaublich, wie die Leute teilweise ihrem Trieb so nachgeben und gar nicht mehr wirklich den Kosten-Nutzen-Faktor, sage ich mal ganz trocken ausgedrückt, abwägen, sondern einfach echt nur für 5 Minuten 70 potenzielle Jahre wegschmeißen. Und am Ende war es auch noch blöd. Also im Endeffekt war es auch noch enttäuschend für ihn, weil er sich es anscheinend anders vorgestellt hat. Die Familie scheint auf jeden Fall zufrieden zu sein mit dem Urteil. Ich meine, ja, was Schlimmeres als lebenslänglich kriegst du ja auch nicht in Deutschland. Ich denke mal, danach wird er dann noch Sicherheitsverwahrung haben, was auch immer. Ja, und damit würde ich sagen, ist der Fall Georgine Krüger geschlossen. Die Akte Georgine Krüger ist closed. Und ja, vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Haut rein.